Mexiko ist eine ganze Welt für sich allein. Mit ewig langen Stränden, mystischer Geschichte, traumhafter Natur und unglaublichen Städten. Eine Vielfalt, die es in diesem wunderbaren Zusammenspiel wirklich nur ganz, ganz selten gibt. Geprägt von mehr als 10.000 Kilometern Küste, einem exotischen Binnenland und von Menschen, die ihre Verbindung zu anderen Welten leben und die wissen, wie man das Schöne feiert. Vielleicht entsteht diese Lebensfreude einfach aus der Magie der Landschaften und den vielen Sonnenstunden. In jedem Fall ist Mexiko für mich natürlich auch ein Land der intensiven Aromen. Orange, Pfeffer, Mandeln, alles das schmeckt man auch in den fantastischen mexikanischen Cafés. Seit dem 18. Jahrhundert bereits gibt es Kaffeeanbau in Mexiko. Genauer seit 1785 bis 1790 kann man nachweisen, dass in der Region um Veracruz der Kaffeeanbau begonnen hat. Wir haben insgesamt so 4 durchaus bedeutende Kaffeeregionen in Mexiko. Das ist daneben dann eben nochmal die Chiapas-Region im Süden des Landes, kurz vor Guatemala. Wir haben dann Puebla, rund um die Stadt Puebla, auch die gleichnamige Region, und Oaxaca. Das sind so die 4 bedeutendsten Regionen in Mexiko. Es sind so um die 40.000, teilweise zum größten Teil auch, Kleinbauern, die mit mehreren, vielleicht mal 1.000 Quadratmetern dort eben vom Kaffee und in der Kaffeewelt leben. Die Vielfalt zeigt sich aber auch am Klima, also die Vielfalt des Kaffeearomas. Wir haben dort vom alpinen Klima tatsächlich bis zum subtropischen. Mexiko kann da wirklich alles bieten. Und wir haben gerade mal so 4,5 Millionen Säcke a 60 Kilo. Das ist die Jahresproduktion in Mexiko. Der größte Abnehmer übrigens dieser Cafés ist nach wie vor mit über 60% sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA. Als nächstes kommt dann Nummer 2, Achtung, Riesensprung, Belgien, liegt so um die 7-8% der Produktion aus Mexiko. Und als Nummer 3 kommt bereits schon Deutschland mit knappen 5%. Also diese Kleinbauernstruktur in Mexiko sorgt für tolle Qualität in der Tasse. Wir haben viel Arabica, 85-90%. Wir haben so um die 10-15% den Robusta. Und eine besondere Art, eine Art Hybrid des Arabica, den Maragujip, die Elefantenbohne, die gucken wir uns heute auch näher an und die werden wir auch heute gemeinsam verkosten. Das ist die Elefantenbohne, nebenan der Coffea Arabica. Und übrigens, wer sich fragt, warum ich hier mit dem Suppenlöffel rumfummel, das ist ein klassischer Kaffee-Verkostungslöffel. Den verwende ich, damit ich keine Fremdaromen an unsere Kaffeebohnen bringe. Mitgebracht haben wir auch nochmal zusätzlich den Rohkaffee. Nein, den haben wir nicht zu lange in der Sonne gelassen, sondern im Gegenteil. Das ist der rohe, der ungeröstete, der grüne Kaffee, der erst durch die Röstung zu dem wird, was wir hier in den beiden Schalen sehen. Der Maragujip ist eine ganz klassische Art, die allerdings erst im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, durch natürliche Art und Weise zu einem Hybrid des Arabicas wurde und Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns in Deutschland eine der beliebtesten, wenn nicht die beliebteste Sorte war. Es war eine milde, eine feine, fruchtige Bohne, die einen ganz niedrigen Koffeingehalt auch hat und die sehr, sehr gut eben auch für die Zubereitungsarten passte, die damals so en vogue waren. Wir sehen hier, es ist ein Kaffee, der heller geröstet ist. Wir haben weniger Temperatur reingegeben, wir haben ihn kürzer geröstet. Und jetzt geht es an die Zubereitung unseres Maragujips aus Mexiko. Ich habe eine besondere Art der Zubereitung gewählt, die besonders passend ist. Das ist nämlich die Arca. Das ist ein dreiteiliges, ganz simpel aufgebautes System mit dieser Filterröhre, einem Deckel und der Glaskanne. Ist eine unserer Referenzzubereitungen, wenn wir Kaffees auswählen und wenn wir neue Kaffees einkaufen. Und die passt wunderbar auch eben zum Maragujip. Es ist eine sehr sanfte, eine sehr milde Art und Weise der Zubereitung. Und da kommen die typischen Aromen des Kaffees nämlich gut heraus. Und dafür habe ich auch eben eine Aromaallee mitgebracht und aufgebaut und habe hier eine kleine Auswahl der über 1000 Aromen vom Kaffee, die habe ich hier hingestellt, die nämlich, die wir besonders gut im Maragujip entdecken können. Und jetzt geht's los. Der Maragujip ist bereits gemahlen.
Wir haben für die besondere Zubereitungsart, die ich ausgewählt habe, 60 Gramm gemahlen auf einer Skala von 1 bis 13. 1 ist samtfein, 13 ist ein bisschen grobkörnig, haben wir hier die Nummer 6 gewählt. Also 60 Gramm gemahlen auf 6, das ist unser Maragogyp jetzt für die Zubereitungsart. Und jetzt wird das Sieb geöffnet. Und ich nehme die Kaffeeschale. Übrigens, das ist eine Kaffeeschale. Das ist keine Frittenschale, falls das irgendjemand denkt. Das sind Kaffeeschalen. So, einfach einmal reinlaufen lassen. Dort hinein. Und dann kommt jetzt das heiße Wasser drauf. Aufgegossen mit 92 bis 94 Grad. Einmal frisch aufgekocht. Abwarten, bis das Kaffeewasser so ein bisschen nicht mehr sich so bewegt oben auf der Oberfläche. Dann haben wir diese Temperatur von 92 bis 94 Grad. Und dann aufgießen. Gieß mal auf, als allererstes mal so ein bisschen kreisförmig, damit es sich gut verteilt. Jetzt beginnt der Kaffee nämlich zu blumen, aufzublühen, sackt ein wenig ab. Dann gießen wir nach, bis oben hin. Und dann sind wir hier so durch, warten 3 Minuten, das Wasser und der Kaffee verbinden sich miteinander. Man sieht es jetzt schon arbeiten, kann auch noch ein bisschen nachgießen. So. Und nach 3 Minuten sind wir dann fertig. Die 3 Minuten der Zubereitung sind vorbei. Und jetzt geht es darum, den Filter auszutauschen. Oh, nichts vergeuden. Guck mal schön, dass alles in der Kanne bleibt. Dann kommt der Filter hier drauf. Und jetzt kommt der wunderschönste Part überhaupt, weil jetzt wird verkostet. So. Also, eine Tasse zubereitet mit der Arca Maragogyp aus Mexiko. Wenn man jetzt schon mal so guckt, ist so richtig, richtig tief schwarz. Und duftet eigentlich genauso, wie ich es auch erwartet habe. Das ist ein milder, ein fruchtiger Kaffee. Hat aber trotzdem verdammt viel Kaffeearoma. Und jetzt probieren wir es mal aus. Ich tue jetzt erstmal so, als wenn ich das ganz kultiviert mache. Aber ihr werdet es gleich hören. Ich schlürfe nämlich. Ja, genauso habe ich ihn erwartet. Da ist also wirklich so das volle Aroma, das volle Kaffeearoma ist schon da. Und ich habe aber gleichzeitig einen ganzen Teil der über 1000 Aromen vom Kaffee. Auch die kann man sehr, sehr gut wahrnehmen. Ich habe ja eine Aromalee hier aufgebaut und wir haben hier so das Typische, was wir im Kaffee finden können, in dem mexikanischen Kaffee. Wir haben hier eine Blutorange, Mandeln, Pfeffer, Gras, Rosen, eine Vanilleschote, dann ein Stück Schokolade, ja, wunderbar, und natürlich auch nochmal Äpfel. Alles das sind typische Aromen, die wir im Maragogyp hier finden können. Typische Aromen, die wir in Mexiko so auch vorfinden. Teilweise sind das tatsächlich auch die Nachbarn vom Café, wenn er dann so auf 1200 bis 1500 Meter wächst. Und die finden wir dann hier auch in der Tasse. Kräftig und voll, aber gleichzeitig ein fruchtiger, ein milder Kaffee. Das ist die typische Variante, die man dann erkennen kann, wenn wir eben den Maragogyp mit der Arca zubereiten. Ein Traum. Genau so habe ich es mir gewünscht. Und wenn ihr jetzt genauso viel Lust auf Mexiko bekommen habt wie ich, dann trinkt einfach das nächste Mal einen Maragogyp aus Mexiko. Und ansonsten liken, kommentieren, unseren Kanal abonnieren. Macht's gut.